Die Idee mit Catch-All-Mail, die habe ich mir von Logbuch Netzpolitik geklaut und habe die auch schon mal kurz angesprochen in einem anderen Video. Heute schauen wir uns in Theorie und Praxis mal genau an, wie das Ganze funktioniert. Also, Catch-All empfängt alle Mails einer bestimmten Domain, auch wenn es diese Adresse in Wirklichkeit noch gar nicht gibt. Das heißt, ich kaufe mir eine Domain, zum Beispiel usefulwit.de, mit einem E-Mail-Konto dabei. Und jetzt kann ich mit Catch-All einfach definieren, dass alle Mails, die irgendwas at usefulwit.de heißen, an ein bestimmtes Mail-Postfach gehen. Man braucht also nur noch ein Mail-Postfach und kann eigentlich alles empfangen, was auf irgendwas at usefulwit.de hört. Mit dem Wissen im Hintergrund schauen wir uns jetzt mal an, wie ein Standard-Login funktioniert. Zum Beispiel hier habe ich mal Facebook genommen. Da loggt man sich in der Regel mit der Mailadresse ein und mit einem Passwort. Beide Daten sind ja in der Facebook-Datenbank irgendwie gespeichert. Die Adresse, die Mailadresse ist unverschlüsselt gespeichert, das Passwort ist gehasht gespeichert, deshalb hier diese Schlösser vorne dran. Wenn jetzt also diese Datenbank einmal abhanden kommt, und da kann man fast von ausgehen, dass das irgendwann passieren wird, dann kennt halt jeder eure Mailadresse, aber nicht jeder euer Passwort. Wenn ich jetzt ein Angreifer bin, dann weiß ich, aha, der hat ein GMX-Mail-Konto, der Login ist ja bekannt, ist ja die Mailadresse. Das kann ich mir aus diesem Datenleck dann rausziehen. Also es gibt noch keins von Facebook meines Wissens nach. Doch, die hatten auch ein paar Datenreichtümer, allerdings noch keine, die, glaube ich, dann an die Öffentlichkeit gelangt sind. Aber es gibt massig Listen mit E-Mail-Adressen eben, von anderen Anbietern natürlich auch. Das heißt, der Angreifer hat jetzt schon mal bei GMX euren Login und muss nur noch das Passwort raten. Da gibt es verschiedene Annäherungsmethoden, das zu tun, zum Beispiel mit Rainbow Tables. Vielleicht habt ihr irgendwo das gleiche Passwort verwendet. Da kann man da doch vielleicht drauf kommen, was das Passwort ist. Wie können wir das jetzt schöner machen? Naja, wir benutzen jetzt mal diese Catch-All-Mail. Und zwar denke ich mir da jedes Mal, wenn ich mir ein Konto anmelde bei Facebook zum Beispiel, eine neue Mail-Adresse aus. Auch hier wieder einfach mit dem Kopf auf die Tastatur geschlagen und dann bekommt man hier diese Mailadresse raus und mit der logge ich mich dann bei Facebook ein. Wir haben immer noch die Situation, dass das unverschlüsselt in der Facebook-Datenbank landet, aber diese DAF7-Blub-Adresse ist ja nicht mein Login bei meinem Mail-Provider. Und das ist jetzt quasi den Clou, den wir hier haben. Ich kriege zwar Mails an diese Adresse, aber mit der Mail kann ich mich bei meinem Mail-Provider gar nicht einloggen. Das heißt, wenn der Angreifer jetzt also mein Mail-Postfach angreifen will, fehlen ihm jetzt beide Informationen, sowohl meine Mailadresse, also mein Login, und ihm fehlt auch die Information vom Passwort. Also er muss beides raten. Und wie wir das jetzt einrichten, das schauen wir uns jetzt im Praxisteil an. Um das jetzt hier im Praxisteil mit der Catch-All-Mail zeigen zu können, habe ich dankenswerterweise von Domain Offensive hier das kleine Starter-Web-Paket bekommen. Was man hier sieht, hier sind 5 Mail-Adressen dabei. Uns würde sogar nur eine reichen, wenn wir das wirklich nur für das Catch-All benutzen wollen. Und Domains kann man hier eine mit verknüpfen. Domains muss man, soweit ich weiß, hier einmal separat dazu kaufen. Kostet 39 Cent im Monat und hier 1,99 bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Das kleine Webspace-Paket. So, das ist jetzt also unsere Ausgangskonfiguration. Ich wechsle mal hier zurück, habe mich schon mal angemeldet in meiner Konfiguration, wenn ich so eine Domain plus Webspace eben gekauft habe. Sieht dann bei mir so aus. Wer hätte es gedacht? Wir gehen links hier auf E-Mail und gehen hier mal auf Mail-Adressen. Wenn man das neu angelegt hat, ist hier noch gar keine da. Ich könnte jetzt hier 5 Stück anlegen. Ich kann jetzt aber auch einfach hier ein Sternchen reinsetzen. Sag hier neues Postfach anlegen, passt, und sag einmal speichern. Jetzt sehe ich hier, dass ein neues Postfach angelegt wurde. Jetzt muss man genau aufpassen. Hier oben steht jetzt das Passwort. Das könnten wir jetzt auch ändern, falls wir das hier verpasst haben. Nichtsdestotrotz werde ich mir das mal merken. Jetzt gehe ich mal links hier nochmal auf E-Mail-Postfächer. Und da sehe ich jetzt hier dieses Postfach, das wir gerade eben eingerichtet haben. Das ist aktuell noch in der Erstellung. Wir warten jetzt kurz, bis es fertig ist. So, jetzt ist das nach wenigen Minuten eingerichtet gewesen und ein E-Mail-Postfach ist halt hier auch nicht gleich mit einer E-Mail-Adresse zu setzen. Das heißt, das hier ist mein Login und ich habe ein Passwort und ich kann verschiedene Mail-Adressen da drauf laufen lassen. Wir gehen mal hier auf Add-ons und hier habe ich dann Roundcube Webmail. Natürlich kann ich das auch per IMAP und so weiter abrufen. So, was ich jetzt mache, ich kopiere mir mal hier den Benutzernamen. Whoop, hier bin ich gewesen. So, einmal Benutzername und einmal Passwort. Und jetzt logge ich mich hier ein. Jetzt werde ich noch gefragt, wie die Absender-Mail hier heißen soll. Ja, ist mir eigentlich egal. Ich will ja von der Catch-All-Mail, da will man in der Regel nichts rausschicken. Man möchte ja eigentlich nur empfangen. Und jetzt habe ich hier noch nichts drin und wir machen jetzt mal Folgendes. Hier gibt's Send Anonymous Mail. Und ich zeige euch jetzt nochmal, dass ich euch hier nicht verarsche. Bei Mail-Adressen habe ich wirklich nur die eine, die so aussieht, definiert, nämlich mit einem Sternchen vorne dran. Und wenn ich jetzt hier Mails verschicke, dann kann ich einfach sagen, token@usefulwit.de. Mit einer Catch-All-Mail wird die wohl ankommen.
sage ich Send Mail, erfolgreich gesendet, und ich gehe mal hier zurück auf Roundcube und aktualisiere mal. Und die Mail ist jetzt auch tatsächlich angekommen. Genau, also ich kann Mails empfangen, obwohl es diese Adresse tatsächlich nicht gibt und das auch nicht mein Login für mein Mailpostfach ist.